Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grounded. Ich wage mich erneut mit dem Herrn Walter vom YouTube-Kanal Walter und dem Valen23, dem Justus, zurück in den guten alten Vorgarten. Geschrumpft, wie wir nun mal sind, wollen wir noch immer herausfinden, was dafür verantwortlich ist und bauen uns nebenbei unsere kleine Festung. Ja, und dann wollen wir doch mal sehen, was wir so an Tag 2 alles erleben werden, nicht wahr? Doch bevor es gleich losgeht, denkt dran, Kanal abonnieren und Glocke drücken. Nur so seid ihr immer auf dem Laufenden, was meine neuesten Videos angeht. Und nun viel Spaß. Und da sind wir wieder, eine neue Folge Grounded. Mit dem Sam und dem Justus. Und es sieht schon ganz gut aus hier, oder? Naja. Ja, so bei Licht betrachtet. Haben wir uns ja schön eingemauert. Vor allen Dingen ziehen wir oben noch eine Mauer rum. Was ist das hier? Ach, das ist der Taufang? Ja. Ja, ist genau, da brauchen wir noch die Spinnenfee. Und neben das Tor würde ich gerne so zwei Tower stellen, zwei Türme. Dass wir dann von oben, was weiß ich, irgendwas abschießen können, was uns angreift. Weiß ja nicht, ob uns hier überhaupt was angreift. Keine Ahnung, ja. So, was wollte ich jetzt? Ach ja, ich wollte analysieren. Da gehe ich am besten in die Base, ne? Ja, ist am kürzesten. Genau, analysier und mal das Zeug. Ja, genau. Ja. Versuch mal, dass du Unkraut und Zeug irgendwie zu einer Kieselachs kriegst. Also ich glaube, Marienkopf musst du analysieren. Marienkäferkopf. Weil wir brauchen dann unbedingt eine Axt, Stufe 2. Sonst wird's eng. Sonst wird's eng, ja. Und wir brauchen... Ach Gott. Hier kann man keine Markierungen für Freunde setzen. So kurze Markierungen, oder? Doch, du kannst einfach eine Markierung setzen. Bau halt eine hin. Markierung nein, bauen. Ich meine nur kurz so einen Marker, so von wegen, ey, pass auf, da ist ein Monster oder so. Nee, ich glaube, das geht irgendwie nicht. Genau, dass du sagst, lauf nicht dahin, ja, das wäre schon geil. Ja, genau. Wo also kein dauerhaften Marker, sondern nur kurz so eine kleine Notiz quasi. So, mal eben die Axt repariert, weil die war schon fast kaputt. Kann ich hier weiter Gras hacken. So, wo ist das Labor da hinten? Jetzt gucken, dass ich nicht wieder in irgendeine Spinne reinrenne, so. Ah ja, das ist ein Nagel. Nein, zu kurz gehüpft. Hier war doch irgendwo diese Wolfsspinne, auf die habe ich jetzt echt keinen Bock. Ja, ich glaube, das ist die ja oben immer patrouilliert zwischen... Base und Dingsbums. Ja. Aber wie kriegst du die bitte down, ey? Und die respawnt bestimmt irgendwann. Ja, die kriegst du bestimmt mit Pfeil und Bogen locker down. Brauchst halt ewig wahrscheinlich, ne? Die brauchen, alleine brauchen die ewig, ne? Aber zu dritt, wenn wir, also 50 Pfeile, dann ist sie schon tot. Aber okay, hast du das ausprobiert, oder was? Habe ich ausprobiert. Kriegt man hin. 50 Pfeile? Ja. Und so, wenn wir das zu dritt machen, geht das halt ein bisschen schneller, ne? So sein. So, Schleimpilz leuchtet. Jetzt brauchen wir noch die Eichelkappe. Dann können wir die andere Kiste bauen. Eicheln liegen ja alle vor dem... Genau, Labor. So, jetzt haben wir nämlich auch Eichelpanzer und so ein Mist und Vorratskiste. Jetzt ist die Frage, ich kann noch eins erforschen. Was wollt ihr? Ameise, diese Eichelkappe, Blüte oder Fliegenpelz? Was soll ich machen? Oh, fuck. Boah, ich hab die Spinne getriggert. Wo ist sie denn jetzt? Ach, bei dir da hinten. Ja, dann lauf schnell wieder auf den Stein rauf. Die sind bei dir in der Nähe. Oh! Normaler Stuhl. Locker, ne? Ameisenkeule, ja nice. Dann können wir eine geile Waffe bauen. Ist doch ja, gut. Ameisenkeule ist stark, das ist gut. So, die habe ich jetzt mal erforscht. Jetzt müssen wir halt wieder warten, bis wir forschen können. Jetzt hat der Wal und einen Netzfaden entdeckt. Ja gut, den müssen wir halt nachher analysieren. Den würde ich gerne analysieren wegen den Trampolinen, die man bauen kann. Ja, genau. Wie bin ich jetzt hier? Ich bin lost, Junge. Kennt man ja von mir, ne? So, stimmt. Hier. Das, weiß ich. Wo läufst du wieder rum, hä? Ich bin in dem Labor und ich komme nicht mehr da. Dein Ernst? Nein, alles gut. Eine Eichelschaufel, genau, die will ich herstellen. Dafür brauche ich aber noch ein bisschen Zeug, ein bisschen Stuff. Dann können wir diese Würmer sammeln. Oh Mann, der Meiler hat kurz was bauen. Genau, so. Das werde ich jetzt mal bauen. Aber hier gibt es keine, diese komischen Dinge. Das noch nicht, Quatsch, das noch nicht. Ich muss erst noch mal... Den Grasboden, genau, den baue ich jetzt. Und zwar dahin und na, oh, dahin hat er das jetzt gemacht. Hat er gemacht. Sehr schön. Und jetzt? Hat einer von euch noch einen Sprössling oder sowas? Das weiß ich nicht. Ja, ich packe welche in die Kiste neben der
Okay, gut. Dann. Ah, jetzt steht das eine Haus zu nah dran. Nervig. Dann. Okay. Ich meine, wir können auch unsere Zelte dann woanders hinbauen. So. Kann das, Sam, das eine Zelt hier vorne bei der Tür, kann das vielleicht auf die andere Seite? Ja, mach's halt rüber. So, Karone. Also ich habe mein Safe ist irgendwie. Ja, wir können die. Ich habe die jetzt einfach mal dahin geklatscht, dass wir baus ab und baus halt rüber, genau. Das wollte ich gerade fragen. Man muss es abbauen. Man kann es nicht. Nee, und du verlierst ein bisschen was, leider. Naja, Das gut, ist halt okay. so. Es ist, wie es Ach, ist. es ist, wie es ist, ja. So, herstellen, Materialien. Wie immer Was dauert es denn jetzt? ewig. So. Jetzt haben wir eine Schaufel. Hey, Eichelschaufel. Ja. Kannst du Offen wieder die ist. Würmer ausgraben für Genau, für Bier? Kantinen und sowas, ne? Genau. Ich muss nämlich mal was trinken und was essen. Marienkäferteile, die müssen wir auch noch analysieren, oder? Ja, hast du den Kopf, hast du aber schon, ne? Den Kopf hat er. Ich habe auch einen Kopf, ja. Einen Sehr schön. Kopf Aber habe ich der. meine Marienkäferteile in die Kiste neben der Werkbank gestellt. Okay, ja, ich packe jetzt auch ein bisschen was rein. Marienkäfer, Brocken. So, dann brauchen wir. Wo ist denn der Kopf? Hier. Was kann man mit dem Kopf machen? Den Kopf brauchen wir zum Analysieren. Dann, nee, Quatsch, der muss in die Axt Stufe 2 rein. Ah, okay. Und das ist Ah, wichtig. interessant. So, ich. Quarzit. Haben wir hier schon verbaut. Das muss ich alles noch erforschen. Ich muss was trinken, Leute. Hier, ich lege hier nochmal einen Stack Quarzit ab in der Kiste. Und jetzt möchte ich noch Fackeln dahin bauen. Wo ist denn Jungs, Deko? Schleimpilzleuchte, genau. Die möchte Jungs, ich bauen. Ja, ja, was ist los? was ist los? Auch Hilfe. Was hast du denn gemacht? Bin auf den Ladybug gesprungen, wollte von oben wieder Und das. angreifen, aber diesmal hat er sich gewehrt. Diesmal mag er nicht. Nee, ich wollte wieder Rodeo reiten, aber diesmal hat er sich wirklich gewehrt und hat mich runtergeschleudert. Geil. So, ich baue hier mal ein paar Leuchten hin. Dass unser Kann mich Tor einer auch. wiederbeleben? Wo bist denn Ja. du? Ach, du bist tot? Er sagt doch gleich. Ja. Aber ich hab doch gesagt, ich brauche Hilfe. Ja, dann sag, dass du tot bist. Ich dachte, mit Hilfe dachte ich, du fightest den und rennst weg oder so. Ich bin tot. Okay, er ist Ja, tot. 5 Sekunden habe ich noch. Aber ich glaube, das wird nichts mehr. Nee, du bist, ich weiß nicht, wo du bist. Keine Ahnung. Weg Bei halt, der weiter. Eiche. Ja. Bekommt ihr keine Benachrichtigung, wenn ich umkippe? Nö. Nö. Das ist scheinbar nicht sehr Oder ich wichtig. habe es nicht mitgekriegt. Das kann natürlich jetzt auch sein. Ich habe nicht drauf geachtet, ob es sich da zerrissen hat. Da hinten hängt doch eine Spinne rum, oder? Die ist da irgendwie in diesem Ding drin rumgebackt, dieser Orb Weaver. Schnell weg hier. Aber die kriegen wir scheinbar down, glaube ich. Bist du wieder im Camp? Oder? Ich hole jetzt mein Zeug wieder von dem Ja, okay, alles klar. Ringkäfer. Alles klar. Ich habe halt gedacht, ich kann einfach wieder draufspringen, aber diesmal nicht. So, Leuchte Nummer 1. Ich hatte halt Hard. gar keine Chance, hat mich runtergeschleudert und ich war sofort tot. Ja, die hauen dich One-Shot weg, da musst du echt aufpassen. So, ich mache mal unsere Base schön. Warum kann ich das da nicht hinbauen? Was denn? Ist es denn schon fertig, die Wand? Nee, ist noch nicht fertig. Deswegen kann ich das nicht hinbauen. Ja. Warum hast du die noch nicht fertig gebaut, Raffi? Weil ich gerade noch ein paar Baupläne gemacht habe, damit wir eine doppelstöckige Balisade haben. Und jetzt gehe ich neues Gras holen. Ich brauche was zu trinken. Ja, bei mir wird es auch langsam eng. Aber wenn du hier mit zum Gras kommst, ist bestimmt wieder irgendwo Tau, den kloppe ich eh runter automatisch beim Fällen. Kannst du hier was Ja, trinken? aber was Jungs, trinken. hier ist noch ein Getränkepäckchen. Bei dir, ja, ich komme jetzt mal zu euch. Wann verreckt man eigentlich? Wie lange hält man eigentlich das aus, dass man Durst hat? Ich hab's nicht ausprobiert. Also wenn ihr hier bei mir seid, hier sind zwei große Tropfen. Komme. Ich habe nur keine. Wenn ich jetzt nicht in eine Spinne renne, dann ist alles gut. So, hier ist noch Sap, hier ist noch alles. Zack. Oh, jetzt hänge ich hier aber in so einem Scheißpilz drinne. Meine Güte. So. Oh, guck mal, wie hoch ich gesprungen bin hier. Wo bin ich denn hier gelandet, ey? Müssen wir mal gucken, ob wir aufs Vogelhaus irgendwie hochkommen. Wo ist denn dein Tau, Balon? Du läufst jetzt, wo der Raffi ist, ein bisschen weiter links. Von wem aus links? Vom Raffi Da aus unten. gesehen. Ja, ich Ah, sehe ja, es, ich sehe okay. schon. Ich nehme den hinteren. Den großen meinst du? Ja. Naja, war ja gleich groß, oder? Oh, passt schon. War echt gut. Was denn? Guck dir mal die Ameisen an. Oh!
Alter, hat mich die Spinne jetzt erschreckt, ey. Was, guck dir das mal an. Ist das ein Bug? Die hängen hier alle aufeinander rum. Wo bist denn du? Warte, ich komm. Hier. Oh Gott. Da, ich sehe. Was ist da los? Was machen die? Keine Ahnung. Oh, lass sie mal weggehen. Wenn wir die ärgern, die machen uns fertig. Ja, ich weiß. Die sind, mit denen ist nicht gut Kirschen essen. So. So. So, haben wir schon einen Marker hier? Ein Grasmarker oder sowas? Nee, aber nicht. Soll ich einsetzen? Ja, aber da hinten, wo du bist, da ist auch ein bisschen weit weg, weil ich bin noch hier vorne, weil hier ist dürres Gras und normales. Okay, dann komme ich mal zu dir. Du kannst auch so einen Marker bauen. Marker bauen? Habe ich auch gar nicht nachgeguckt. Bin hier mit dem Gras beschäftigt. Aha. Okay, da ist ein Rüsselgeher. Hm. Kann ich noch eine nehmen? Inventar voll. Man kann auch irgendwie mehr schleppen als... Oh, scheiße, diese Drecksspinne, die da rumbackt, ne? Die hat mich gerade so hart erschreckt, ne, die Spinne. Vor allem, die hängt da irgendwie in diesem Holzding da drin, ne? Naja, da hängt sie erstmal gut. Sie kommt aber... Sie kann raus, wenn man sie angreift und zu nah rangeht. Dann kommt sie irgendwie raus. Ansonsten... Ist die bei dir auch da drin gehängt, oder? Drin ja. Gehängt? Oh, was so. Greift mich an? Was greift mich... Oh, eine Arme. Also, komm gucken, was ich hier mache. Hallo, jetzt weiß ich nicht, die guckt so komisch. Und hier war gerade so ein Stinkkäfer, der wollte mich angreifen, obwohl ich nichts gemacht habe. So, da die Wand ist fertig, dann bauen wir hier noch eine hin. Farb und da noch Farb und dann können wir jetzt nochmal die Lampe da bauen. Zack, so, dass unser Tor schön beleuchtet ist. Hängen die, naja, nicht ganz auf gleicher Höhe, scheiß drauf. Unkrautstängel, brauchen wir wieder Axtstufe 2, ne? Oder? Ja, und das ist sehr wichtig. Aber wir haben doch die Axtstufe 2 auch anders gebaut, auch ohne Ladybug-Kopf. Ja, aber vielleicht ist es ja jetzt so. Ja, vielleicht haben die das geändert. Kann schon sein. Ja. Also ich gehe jetzt nochmal ins Labor und forsche nochmal ein bisschen. Zumindest kannst du mir einfach übrig lassen? Ich würde gern den... Oder hast du Spinnenweben dabei? Nee, gib her, dann nehme ich die halt mit. Ja, weil ich würde gern Spinnenweben analysieren lassen. Wo bist denn du? Ach, da hinten? Oder... Oder du rennst, warte mal, gibt's nicht hier Nähe? Ich habe 5 Grasdinger dabei. Okay. Mal kurz ein bisschen Biste holen. Ich hole mir mal eine starke Waffe hier. Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Es gibt nämlich so eine geile Waffe, die macht mit 2-3 Schlägen macht sie so eine Ameise platt. Ich habe ihn, ja. Schon eingesammelt. Das ist halt besser als diese Handaxt hier. Brauchen mehr Labore. Hui! Na los. Fressig. Nom, 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 nom. Abgestürzt. So. Was abgestürzt? Ich bin abgestürzt. Ach so. Ich dachte schon ein Spiel, ey. Dachte ich auch. Er schreit darum wegen so einer Labarie. Ja, wegen so einer Labarie. Ich dachte, ich krieg Damage, aber war nicht so. Hä? Wo ist das Labor? Wo bin ich? Oh Gott. Du bist so lost manchmal. Möchtest du das Labor lieber auch noch markieren? Das ist markiert. Das Labor ist ja markiert. Das ist ja das Schlimme daran. So, jetzt stelle ich mir eine Stachelkeule her. Alter. Die macht nicht Damage. Oh, für Ladybug. Ich bin zu weit abgebogen einfach. Diesmal greife ich nicht an. Warte, ich kann dir auch helfen. Komm, dann hauen wir den zusammen weg. Weil die Stachelkeule, die macht dem echt gut Schaden. Du darfst nicht vor dem Bug halt stehen, du musst halt hinter ihm stehen und das ist gut. Ja. Ich stand auf ihm drauf und hat mich trotzdem umgebracht. Ach seitlich. So. Na dann. Ja, das wurde halt gefixt schnell, weißt du? So, hier. Hotfix. So, ich guck mal, ob ich jetzt auf diesen Marienkäfer hier drauf komme. Wie ihr das sagt. So, ich stehe auf ihm drauf und jetzt kriegt er hart. So. Oh, er hat mich instant gekillt. Das, was ich vorhin auch meinte, ja. Obwohl ich auf ihm draufstehe. Oh. Du kommst doch nicht mehr runter, ne? Nee, ich hänge auf ihm drauf. Ich brauche Hilfe hier. 20 Sekunden noch. Ja, aber... Willow! Ja, du rettest mich. Ah, oh, sehr gut. So, okay. Das wollte ich nur ausprobieren. Wie viel Leben hat er denn noch? Das sieht man gar nicht. Muss man ihn angreifen für, ne? Komm her, Keule. Und weg. Komm her, Kleiner. Komm her. Komm her. Und jetzt? Hier, wo seid ihr denn? Da hinten. Okay, alles klar. Geh weg von ihm. I'm coming. Oh, ich habe einfach seinen Charge-Angriff abgewehrt. Kann man das blocken? Mann. Ja.
Oh, scheint doch nicht. Habe ich gesehen, aber dein Blocken hält ja nicht. Oh, scheiße, komm da zu mir. Ja, komm her, komm her. Ja, ich springe ja spring auf den Stein. So, jetzt aber wir brauchen dich. Ich komme ja schon, ich bin unterwegs. Oh, Alter, was? Was war das denn, Alter? Das Monsterviech, ey. Wie weit seid ihr vom Haus weg? Ja, vom Haus links. Ich komme. Da liegt ihr beide am Boden rum. Ja, ich liege hier auf dem Stein. Ja. Und ehrlich, ich habe 10 Sekunden, komm erst zu mir. Geh zu ihm, ich habe 20. Scheiße, ich kann nicht mehr rennen. Fuck. ich komme, ich komme, ich 3, 2, 1. Ich habe noch 12 Sekunden. Ja, ich komme. Was passiert hier? Was passiert hier? Ich rette dich. Das passiert hier. Nee, irgendwas ist verbaut. Ah, jetzt geht's. Alles klar. Was macht so ein Held, Samuel? Ja, wir haben versucht, diesen Ladybug fertig zu machen. Es geht zu zweit eigentlich nicht so gut. Also. Ja, jedenfalls noch nicht. Wenn es um Leute retten geht, dann kriege krieg ich wenigstens hin. So. Sehr schön. Komm, Sam, den schnappen wir uns jetzt hier, oder? Kriegen wir doch jetzt hin, jetzt diesen Ladybug. Nein, du musst halt. Kannst ja blocken und dann, wenn der dich halt angreift, dann musst du halt zur Seite hüpfen oder sowas. Ah. Alter! Man sieht seinen Angriff ja gar nicht. Okay, ich renne mal weg. Hat er schon wieder geboxt? Naja, vor allem du bist der Instant Down. Ja, das ist das Problem. Ja, okay, dann musst du vielleicht erstmal eine Rüstung bauen. Ja, die Eichelrüstung, da hältst du 2 Treffer aus. Also der zweite bringt dich dann erst um. So, der Ladybug hat sich beruhigt, glaube ich. Glaube dann auch. Ich rette dich, oder? Ja, ich gehe. Ich mache lieber wieder Blätter holen. Das war irgendwie sinniger. So, weg hier. Hm. Boah, ich hab schon wieder Durst, ey. Das gibt's nicht, ne? Was auch nicht. Wasser scheint wichtig zu sein. Wie kommst du denn darauf? Ja, aber ich find's echt ein bisschen heftig. Du rennst ein bisschen rum und dann geht schon wieder los. Ja, okay, ja. Die brauchen wirklich sehr schnell sehr viel. Das ist richtig. Oh, das ist so ein bisschen, du willst irgendwas machen, suchst du erstmal wieder nach diesem, wo du was zu trinken herkriegst. Ja. Aber ich bin mal auf den Tausammler gespannt, wie gut der denn ist. Da hast ein paar Tautropfen, hast du wenigstens drin. So, Pflanzenfaser, Zur Not müssen wir mal 2, 3 von den Dingern bauen. Ich war vorhin auch kurz dran. Ich war da noch gar nicht dran heute. Also an dem. Oh, ich wurde von einer Ameise gekillt. Ist das dein Ernst? Ich habe Gras gehackt und die greift mich von hinten an und killt mich. Warum? Hast du sie auch wieder getroffen? Nee, die war ja gar nicht da. Ja, jetzt verrecke ich hier, ne? Egal. Ich bin leider nicht in deiner Nähe. Ich spawne in unserem Haus. Sehr schön. Sehr gut. So, ist der Tausammler fertig? Nee, der braucht noch einen Behälter wieder bauen, um schon mal auf Vorrat welche zu sammeln. Ich muss was trinken, Leute. Immer noch? Ja, ich habe halt noch nichts getrunken. Ach so, okay. Ja, ich muss jetzt mal was suchen. So, das geht vorwärts mit der Base. Da hinten, ich trinke jetzt einfach Brackwasser, das ist mir scheißegal. Brackwasser. Immer rein mit der Suppe. Jawohl. So, hier hinten bin ich gestorben, hier ist mein Rucksack. Das gute Teichwasser. So, sie ist schon wieder aggressiv, die will schon wieder. Ja, jetzt kriegt sie aber. Ich hab die Keule hier, Mensch. So, und? Ich keinen. Macht aber auch Schaden, ey. Solange du keine Rüstung trägst, machen die echt viel Schaden. Ja. Wir könnten uns wenigstens so eine Blattrüstung schon mal bauen, aber ich glaube, die Eichelrüstung lohnt sich mehr. Die haben wir auch schon fast. Ja, die Eichelrüstung ist echt gut. Ja, einen Helm habe ich mir schon gebaut. Eichelhelm. Ah, ja. Aber hier vorne ist ja noch das Orangene, was ich vorhin gefunden hatte. Wie sieht's denn mit Rüstung aus? Kann ich denn schon was herrüsten hier für mich? Ja, aber das ist auch leer hier. Hä? Ja, so ein kleiner Mist, aber... Eichelschein, wir brauchen ganz viele Eichelschein, den Rest haben wir ja fast. Ohne Ende, genau, Rest ist alles da. So, ich analysiere nochmal Zeug, ich war jetzt gerade eben im Labor. Habt ihr noch was zum Analysieren oder nix? Jetzt auf die Schnelle wüsste ich nix. So. Du siehst ja in deinem Menü, alles was so ein rotes Ausrufezeichen hat, hast du noch nicht analysiert. Genau. Das ist Science. Smoothie-Topf können wir wieder machen, perfekt.
Den brauchen wir, oder? So, langsam kenne ich mich auch in dem Labor aus. Diese gammelige Ameise könnte ruhig mal von der Spinne gefressen werden, ehrlich. Warum greift die dich immer an? Was ist denn da los? Ja, die, die mich angegriffen hat, ist ja tot. Jetzt greift mich eine andere an. Hä? Ja, die mögen das nicht, wenn ich an denen hier irgendwie mit Gras vorbeilaufe. Haben die da einen Bau oder sowas? Ja, weiß ich nicht. Was ist da los? Das weiß ich nicht. Finde ich gleich raus. Wenn ich die richtige Ausrüstung habe, dann gehe ich die mal besuchen. Dann machst du dir mal ein Garaus, meinst du? Ja. Ja, die Stachelkeule ist schon ganz geil, weißt du? Die haut dreimal drauf. Der zweite Schlag betäubt die immer, der dritte tötet sie also. Hä? Alter, hier sind richtig viele gut. Fliegen auf einmal. Ja, dann bist du da in diesem Bracksumpf da, in diesem Matsch da. Ja, genau. Ja, Mann, da ist ein Fliegennest. Könnte auch ein Kackhaufen vielleicht irgendwo sein. Da weiß es nicht. So. So, ich muss wieder eine Ameise töten. Wie bitte? So. Hä? Die. Also Vorlagen, also die Dinger, die springen auch immer sonst wohin, ne? Was? Die Eichelschalen haust so ein Ding kaputt und dann bist du erstmal, wo das Ding wieder hingeflogen ist. Inventar ist voll. Ja, ist ja gut. Dann ist halt so. Was weint er denn jetzt rum? Weiß ich auch nicht. Spinne ich da wahrscheinlich. Ich hab hier so ein Analyse-Ding gefunden, da wollte ich da hinlaufen, da ist aber mal so ein scheiß Käfer da. So ein richtig böser, so ein Stinkkäfer, so ein Gaskäfer. Oh. So ein Gaskäfer, bei dem musst du aufpassen. Ich pass auf. War jetzt hilfreiches Kommentar, ne? Warte, Sam, komm mit. Du bist doch gerade nicht beladen, oder? Wenn du zurück willst, komm, nimm noch. Achso, hier, ja, nee, ich bin voll bis oben hin, aber Gras geht noch. Ja. Gras geht noch, dann nimm doch das gleich mit. So, wo ist die böse Ameise? Die ist schon tot, die hat draufgekloppt, wie ein Berserker. Ist immer die Frage, wo kommen denn die nächsten? Ja, immer hier, beim Gras sammeln. Wahrscheinlich ist es deren Gras oder keine Ahnung, was die für ein Problem haben. Vor allem, weißt du was, ich finde es unlogisch, wenn dieser Marienkäfer, der läuft durch den, ich nenne es jetzt mal Dschungel, ne? Und dann ruppt der ja immer diese Grashalme um, die kannst du danach ja einsammeln, ne? Aber ich habe im echten Leben noch nie einen Marienkäfer gesehen, wenn der durchs Gras läuft, dass der Rasen kaputt geht. Das habe ich noch nicht gesehen. Hast du noch nicht gesehen? Nee, muss dann habe ich auch noch nicht gesehen. Ein mächtiger Maikäfer sein. Ja, wie, dass du mit geschlossenen Augen durch die Gegend läufst. Aha. So. Eichelbrustplatte geht so. Jetzt, Eichelbeinpanzer geht auch. So, Unkraut brauchen wir für die Treppen und für den Rahmen der Tür. Deswegen brauchen wir bald mal die zweite Axtstufe. Ich weiß auch nicht, was ist los. Ich habe den ganzen Tag nichts gesoffen und der Trinkenbalken ist noch fast halb voll. Naja, gut, Viertel, aber er schreit irgendwie nicht nach Wasser hier. Du hast ja auch viel gemacht eigentlich, ne? Also ja, ich laufe die ganze Zeit hier und her, ey. Also futtern will er immer, aber trinken. Aber jetzt habe ich kaum noch was. So, muss ich hier noch mal ein Brett hinklatschen. Hier, da oben, dicht. Zack. Was ist denn? Ach, Ding müssen wir analysieren, oder was? So, pass mal auf. Ich habe jetzt hier einen Haufen Pflanzenfasern. Ach, hier ist schon voll. Zwei Sachen zum Analysieren. Wenn ihr noch irgendwas habt, dann nehme ich das mit. Nee, ich bin mir nicht sicher. Oh, ich hab gleich Spoiled Meat mal wieder. Scheiße. Okay. So, dann brauchen wir hier mal das drauf. Die Distel, also, hast du eine Distel dabei? Also pass auf, um eine Insektenaxt herzustellen, brauchen wir jetzt einen Marienkäferkopf und drei Bombardierkäferbrocken und Seidenseil 4. Okay. Das ist schon viel, oder? Also Seidenseile stelle ich gerade her. Okay. Aber die Bombardierkäfer und die Marienkäfer, also die müssen wir gleich mal jagen. Das heißt, wir brauchen Rüstung. Kann mir denn jemand noch von euch noch Pflanzenfasern geben? Ja, warte, kann ich die hier hinlegen? Ja, stimmt. Pass auf, ich lass mal fallen. Milben, rote Milben braucht ihr noch für die Rüstung. So, hier liegt mal ein bisschen was. Ach, das ist da hingelegt. Ja. Ja.
So. Mal vorhin gelegt. So, Rüstung. Kann ich mir jetzt hier mal so eine Eichelbrustplatte herstellen? Nee, keine Eichelschale mehr. Warum nicht? Wo sind die Eichelschalen? Hat jemand gemobst? Oh, hast du nicht genug geholt? Ich tue sie gleich rein. Ja, du brauchst sau viel für den Scheiß. Ich gehe jetzt gleich nochmal los. Ich mache jetzt nochmal eine Schleimfackel oder sowas. Herstellen. Also pass auf, ich bräuchte vier Eichelschalen reingelegt, aber wir brauchen immer noch welche. Ich bräuchte 6 Eichelschalen. Dann kann ich Helm, Brust, ja, Helm, Brust und Beine herstellen. Oh Mann, ich fackel jetzt wieder. Ich krieg die Krise, du. Aber mein Trinken geht auch zur Neige jetzt. Ich muss auch mal ein bisschen Trinken holen. Wegmarkierung, nützliches Werkzeug. Die Axt muss auch repariert werden schon wieder. Oh, Leute. Warum geht das nicht? Achso, jetzt. Trockener Grasbrocken? Jetzt bin ich ins Wasser gefallen. Das kannst du auch machen. Pass auf, dass der Fisch dich nicht holt. Ich habe noch nie einen Fisch hier gesehen. Na gut, der Koi halt, ne? Gibt so einen Koi, der da rumschwimmt oder irgendwie sowas. Habe ich noch nicht gesehen. So, erstmal jetzt hier. So, jetzt. Tick. Okay. Und irgendwie die. Wir haben hier ja voll die Braten drauf, aber hier haben wir nicht so Ameisen an dem Stein. Das Problem. Ich glaube, weil hier allgemein nicht so viele Ameisen leben. Also ich verhunger gleich. Habt ihr irgendwo noch irgendwas zu essen? Ja, hier. Ich habe auf dem Feuer die Braten drauf. Alles angerichtet. Komm her, hier, Raffi. Ja, super. Gleich mal hier futtern. Oh, ist das Futtern ja gleich voll. Mensch, das war geil. So, jetzt können wir meinetwegen pennen. Das sollte ich die Nacht überleben. Ja. Was ist denn los? Ihr schlaft beide in einem Bett. Was? Geht das nicht? Hatten wir jetzt vor. Ich fand die Willow so nett. So, also, wie schaut's aus? Pennen. Also ich penne.